Wir sehr machen schön. jetzt ja nun Aufnahmen als uns und allen Prostitutionsablauf, die wir jetzt auch genau. gerade machen. Genau. Bereits umgezogen. Sehr schön. Schick. Und wie geht es dir? Ich stelle sehr mich gut. da mal hin. So. Oder was wird da jetzt dazu einfach? Das ist sehr schön, auf jeden Fall. Sehr gut. So, ich bin das dann mal wieder mit, ich werde immer Schauspielerin. Oh, bin gerade erst aufgestanden. Ich hatte gestern noch so eine Komparserie-Geschichte, um, naja, Geld zu verdienen oder Leute zu kommen, wie man das so macht. Ich werde ja immer vorgewarnt mit der Begründung, wenn man Komparserie macht, dann wird man ja nie wieder richtige Schauspielerin, weil man dann für alle Zeiten auf Komparsen festgelegt ist. Nur, eine Frage stellt sich mir ja nun mal immer wieder. Wenn die richtigen Schauspieler denn keine Jobs haben, was machen die denn dann? Und zufällig kein Ehemann, der das Vergnügen bezahlt, keinen Job zu haben oder auch nicht Vergnügen. So mal eben um die Ecke arbeiten können sie nicht, die sind ja bekannt, das geht nicht. Als Komparsen arbeiten können sie auch nicht, dann sind sie keine richtigen Schauspieler. Also gehen sie dann lieber zum Arbeitsamt und das soll dann besser sein und irgendwie würdevoller. Das ist wieder eine von diesen typisch deutschen Einstellungen, ich kann das nicht nachvollziehen und ich finde das auch nicht gut und ich finde das auch nicht normal, so zu denken. Dass es besser ist, vom Arbeitsamt zu leben, als Komparse zu arbeiten. Das habe ich verdient. Bisschen mehr als Mindeststundenlohn. Das ist mehr, als viele Leute sich erhoffen können. Kann ich 3 Tage von leben. Und ich habe damit jetzt keine Bauchschmerzen. Aber diese Argumente, obwohl das wahrscheinlich sogar stimmt, ich fände es persönlich total unmöglich. Hauptsache, ich mache nichts, was irgendwie unter meiner Würde ist. Max die Allgemeinheit oder irgendeine Behörde bezahlen. Irgendein Glamour ist ein Gewort. Super. Naja, das sehe ich eben anders und demnächst habe ich auch wieder Schauspielunterricht. Ich muss mich dann jetzt noch so ein bisschen regenerieren und ja, abschminken sollte ich mich auch mal und baden. Das ist, glaube ich, nicht die allerschlechteste Idee. Haben Sie einen schönen Tag und bis dann. Tschüss.